Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge South Park. Und wir befinden uns hier immer noch im Kampf gegen die, ich habe den Namen von denen vergessen, gegen diese satanistischen kleinen Tierchen auf jeden Fall. Und hoffen mal, dass wir den Kampf nicht nochmal verkacken, weil ich habe keinen Bock, den nochmal zu machen. Vor allem habe ich gar keine Wahl, ne? Ich muss den jetzt, ich kann nicht mal leveln oder sonst was. Ich muss den Kampf jetzt so lange machen, bis ich stärker bin. Ach, bis ich stärker bin, bis ich gewinne, so. Ich kann nicht mal leveln oder so, weil ich kann ja nicht zurückspulen. Weil mein letzter Todespunkt ist ja bei diesem Dingens-Teil da, wisst ihr? Bei... Wie heißt das? Meine ich, kann ich nachdenken. Mein letzter Speicherpunkt ist ja direkt hier. Das heißt, ich kann wirklich nichts machen, außer ich könnte nochmal das Game neu laden. Aber da habe ich auch keinen Bock drauf. Deswegen machen wir das. Das ist einfach, wir schaffen das. Das müssen wir mal mein Outfit ändern, die Artefakte ändern, nochmal dahin laufen. Nee, das mache ich nicht. So, ja komm, ich muss beten, ich weiß. Ja, ich glaube an Christus. Mache ich sofort, mache ich sofort. Ich weiß jetzt, wie ich den Kampf gewinne, ja? Ich habe jetzt eine Idee. Also es wird kein Problem. So, wir müssen mal hier beten, was auch gar nicht anstrengend ist. Ja, ich weiß, ich bete doch noch mehr. Wie viel soll ich denn noch beten, Mann? Alter, das ist richtiges Training hier, Leute. So. Oh Gott. Ja, ich bete. Und geschafft, oder? Ja. Oh, anstrengend. Geil. Ja, Santa, das können wir überspringen hier. Kennen wir schon, Leute, kennen wir schon. Kann ich das nochmal überspringen? Ja, hallo? Ja, perfekt. So, besiege die Waldbewohner. Diesmal, ich hab, vielleicht die Charaktere wechseln sollen, ne? Das weiß ich nicht, ob das jetzt klug war. Egal, passt schon. Ja, die opfert sich jetzt selber. Ich kann mich selbst opfern. RIP. Alter. So, Lebkuchen platzieren wir jetzt schon mal nicht direkt, glaube ich. Das lohnt sich nicht. Erstmal stellst du dich jetzt... Ah, du kannst sie gar nicht hitten, weil die so zusammenstehen, ne? Erstmal stellst du dich jetzt hier hin, vor das Viech. Oder du platzierst den Lebkuchen, dann ist es abgelenkt, oder nicht? Ich glaube, das ist am klügsten. Ich glaube, das war gar nicht mal so dumm. Wenn ich jetzt erstmal hier einen Lebkuchen platziere, dann geht der schon mal auf das Lebkuchenteil, oder? Wir machen das einfach nochmal. Ich weiß nicht, ob das klug ist oder nicht. Aber da muss er hier drauf gehen und macht... Aber die beiden gehen halt auf Santa direkt, ist das Problem, glaube ich. So, der geht jetzt auf niemanden. Toolshed bringt sich direkt in Sicherheit hier unten. Oder geht Toolshed nah ran und opfert sich. Ne, Toolshed stellt sich hier einigermaßen in Sicherheit und greift von da die da hinten an. So, die drei kümmern sich einfach um die drei und die beiden kümmern sich um die links, oder? Oder machen wir das so? So, der, das macht, da machen wir den Zeitfurz. Und wir gehen jetzt als allererstes auf den hier oben. Wir wollen ja eine Person down kriegen. Wobei, am klügsten wäre es wahrscheinlich echt gewesen, auf ihn hier zu gehen. Weil der solche krassen AOE-Attacken hat, ne? Ich weiß es nicht. Egal, wir gehen jetzt erstmal auf den da oben. Den da oben einfach. So, der macht da sein Dingens. Mein Lebkuchen ist natürlich immun gegen Feuerschaden. Ja, das ist... Oh, shit. Das habe ich vergessen, dass das passiert ist letztes Mal. Dass der Toolshed da hinten angreifen kann. Hätte ich das gewusst, hätte sich Toolshed auch woanders hingestellt. Fuck, okay, das ist scheiße. Ich hätte gedacht, die gehen beide auf den Santa. Okay, egal. So, Mysterion geht jetzt auch auf den hier. Wir wollen auf jeden Fall erstmal das Viech hier down kriegen. Das ist Priorität Nummer 1, Freunde, gerade. Ich glaube, das ist schon wieder ein taktischer Fehler eigentlich. Aber egal. So, damit ist das Viech auch down jetzt und kann da gleich nicht mehr angreifen. Perfekt. So. Erster Gegner down. Jetzt ist der nächste auf jeden Fall der hier. Aber lohnt sich das, sich da extra hinzustellen? Warte, kann ich, wenn ich hier... Okay, dann treffe ich beide und dann bluten die beide. Wenn wir denen eine Blutung relativ früh am Anfang geben, ist das, glaube ich, gut. Kassieren die ganze Zeit schön Damage. So, dann ist der Weihnachtsmann dran. Der Weihnachtsmann hat halt schon Lebkuchen platziert und alles und kann hier eh nirgends woanders hin. Deswegen kickt er einfach mal ihn hier weg, würde ich sagen. So, die letzte Runde auch. Boah, wir müssen das halt echt taktisch jetzt machen. Ich weiß nicht, ob das klappt, Freunde. Shit, Mysterion ist gleich schon down. Weil ich glaube, dieser Bär wird jetzt Mysterion gleich vernichten. So, du stellst jetzt hier hin. Damit kannst du auf den Bär gehen. Und ich glaube, der andere kann ich nicht hitten von da hinten. Ich hoffe es einfach mal. Zack. Ich hoffe mal, dass Toolshed jetzt nicht instant wieder down ist von dem einen Viech da hinten. Ich weiß nicht, ob das Toolshed jetzt angreifen kann. Die haben halt voll die krasse Range alle. Yo! Okay, RIP. Scheiße. Als ob. Als ob, oh Mann, Alter. Yo, wahrscheinlich geht das jetzt auch noch durch das Lebkuchen. Oh nein, Professor Chaos. Nein, ich habe wieder das Game verkackt. Ich habe das Game verkackt durch mein Positioning, glaube ich. Oder ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht.
So, wir versuchen es aber trotzdem noch weiter. Es kann auch was werden. Es kann auch was werden. So, Mysterion opfert sich jetzt selber auf einfach. Hier, komm. Der ist eh fast down und würde gleich eventuell... Obwohl, lohnt sich das? Scheiße, lohnt sich das, Freunde? Nein, oder? Fuck. Nein, das lohnt sich nicht. Mysterion macht einfach eine normale Attacke auf den hier. Wobei, ich wollte eigentlich auf den Bär gehen, ne? Egal. Und Wunderarsch macht gleich seine Ulti und kann damit hoffentlich... Ich hoffe, dass sie nicht immun sind gegen Unterkühlung. Ansonsten wäre es richtig scheiße. So, Professor Chaos bringt sie jetzt auch in Sicherheit, indem er sich hier hinstellt und beschwört erstmal einen Lakaien. Oder, ja, hier. Da. Und packt hier einen Lakaien hin. Keine Ahnung, ob das klug ist, Leute, aber kann man machen, auf jeden Fall. Die haben halt alle so krassen AOE-Damage, die Viecher. Die können einfach durch einen durchschießen. Das ist ein bisschen mies. Shit, der brennt noch. Das habe ich ganz vergessen. So, der Lakai stellt sich jetzt hier hin und greift einfach mal ihn hier an. Keine Ahnung, ob das klug ist. Wahrscheinlich halt eher nicht, aber egal. So, und ist jetzt Wunderarsch dran? Ja. Bitte seid nicht immun zur Unterkühlung. Okay, die sind nicht immun dagegen. Aber ich treffe nur zwei Leute. Kann ich irgendwie... Ich kann damit die beiden treffen. Und das lohnt sich, glaube ich, mehr tatsächlich. Weil der geht nur auf Santa. Das lohnt sich mehr, weil hier können... Ja, das lohnt sich viel mehr, glaube ich. Obwohl, lohnt sich das mehr? Scheiße. Ich glaube, es macht keinen so großen Unterschied, um ehrlich zu sein. Wobei der andere hätte Mysterion vernichtet. Aber es ist halt Mysterion. Der kann wiederkommen mit seiner Ulti. Deswegen wäre das andere vielleicht doch klüger gewesen. Aber ich weiß nicht, ob es so einen krassen Unterschied macht. Wir versuchen es jetzt einfach mal so. Zack, das ist blöd, dass ich nur zwei damit treffe. Aber egal, damit können die beiden schon mal nicht angreifen. Und der ist zumindest relativ stark. Von daher lohnt sich das, glaube ich. Du hittest einfach ihn hier wieder weg. Ich meine, was sollst du großartig anders machen, oder? Eigentlich müssen wir auf den gehen. Aber egal, der hat halt schon so wenig Leben jetzt. Deswegen ist es, glaube ich, echt am klügsten. Ja, wenn ich ihn hier weghitte. Nein, Wunderarsch kriegt gleich Schaden jetzt, wo er steht. Von er hier, oder nicht? Von ihr. Holy shit, fuck, das habe ich voll vergessen. Okay, ich stehe doch scheiße. Ich habe vielleicht schon wieder den Kampf verloren, Freunde. Aber wir geben noch nicht auf, ja? Man muss nur an sich glauben. Wunderarsch hat nicht an sich geglaubt, deswegen sind wir hier. Ja, was passiert, wenn ich jetzt auch nicht an mich glaube? Dann wird das hier erst recht nichts. Ja, scheiße, die kann auf Wunderarsch gehen. Wir müssen eventuell wieder Items verwenden, Freunde. Ich mache es nicht gerne, aber anscheinend haben wir gar keine andere Wahl, also. Oh, lol, ich habe ein Item. Ich habe einen Game Changer, fällt mir gerade ein. Ich habe einen krassen Game Changer als Item. Damit werden wir, glaube ich, doch gewinnen, fällt mir gerade ein. Scheiße, ich habe dieses Item komplett vergessen. Das müssen wir gleich erstmal verwenden mit irgendwem. Zeig keine Schwäche. Und damit gewinnen wir dann, denke ich mal, doch noch. So, du gehst jetzt einfach wieder auf ihn hier. Die Frage ist, wer von uns verwendet das Item jetzt am besten? Wer macht am wenigsten... Professor Chaos kann es am besten machen. So, und zwar haben wir immer noch das hier, Freunde. Holy shit, guck mal, wie viel uns das wieder herstellt an Leben. Das habe ich komplett vergessen. Hi. Bitte rette uns. Hallo. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Nice. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Damit sollten wir... Wenn wir damit nicht gewinnen, dann weiß ich nicht. Weil guck mal, wie viel Leben wir jetzt wieder haben, bitte. Oder? Es hat uns doch... Ja, es hat uns alle fast voll gehalten. Oder vielleicht sogar doch komplett voll fast. Ne, außer den Weihnachtsmann. So. Das heißt, jetzt haben wir... Damit haben wir doch auf jeden Fall wieder eine Chance. Das ist blöd, dass der Lakai so wenig Damage macht jetzt hier, ne? Aber passt schon. Okay, doch. Damit... Das ist wirklich ein kompletter Gamechanger. So, du stellst dich nochmal hier hin, weil damit triffst du beide. Oder du gehst hier mit deinem Sandsturm auf... Kannst du hier auf die beiden da oben treffen? Nee, oder? Von hier aus vielleicht? Als ob du nur einen treffen kannst. Hä? Kann ich mit dem Sandsturm wirklich von... Ja, egal. Dann stellst du dich hier hin einfach und machst deine Dingensattacke. Ich glaube, das ist am klügsten. Zack, schön auf beide gehen. Damit ist der halt auch gleich down endlich. Und ich glaube, dass er nicht hier durchschießen kann. Ich hoffe es einfach zumindest mal. Ich habe auch wieder einen Zeitfutz. Okay, das ist perfekt. So, den hauen wir down schnell. Rückstoß-Kombo. Okay, doch, mit dem Item gewinnen wir das. Doch, doch, wir gewinnen das jetzt. Wenn ich das verliere jetzt, trotz diesem Item, dann... Weiß ich nicht. Dann ist es unmöglich, den Kampf zu gewinnen. Keine Ahnung. Mache ich hierfür den Zeitfutz, Leute? Warte mal. Mache ich den Zeit... Der geht auf den Lakai und... Nee, lohnt sich nicht, glaube ich nicht. Nee, lohnt sich nicht. So. Ulti bereit. Wessen Ulti verwende ich jetzt, ist die Sache. Ups, ich kann nichts machen. Da mache ich den Zeitfurz auf jeden Fall. Weil Weihnachtsmann und Wunderarsch sind, würde ich mal sagen, somit die wichtigsten Personen jetzt hier gerade. Und deswegen wollen wir da nicht den Zeitfurz für wasten. Ach, wasten. Dafür wollen wir den Zeitfurz natürlich verwenden. Vielleicht hätte ich auf ihn hier gehen sollen mit dem Zeitfurz. Aber egal, passt schon. So, damit ist er hier auch down. Oder du machst jetzt deine Ulti. Damit haust du beide down, Mysterion. Lohnt sich das?
Opferst du dich dafür auf? Ja, machst du. Ich hoffe, das war klug, aber er macht's einfach mal so. Mit der nächsten Ulti kann er ja wiederkommen. Der stirbt halt gleich am Schock, ist die Sache. Hoffe ich zumindest, ansonsten war das jetzt blöd, was ich getan habe. Bitte stirb vom Schock. Macht euch auf Schmerzgefahr. Aber damit leben nur noch diese beiden, ja, die zwei anderen hier. Ja, geil. Ja, richtig gut. Kannst du von hier aus irgendwen schocken? Nee. Dann musst du dich leider hier hinstellen, Professor Chaos. Dafür kassierst du zwar gleich ultra viel Schaden. Aber egal, wenigstens ist sie geschockt davon? Nee. Wenigstens hast du schon mal ein bisschen Damage hier gemacht. Ja, es leben dann nur noch zwei Leute gleich. Guck mal, der Lakai hier kann jetzt sogar Ine komplett finishen, weil er kann eh nirgends woanders hinlaufen, um Schaden zu machen. So, und jetzt sind wir 3 gegen 2. Mit Mist plus den Geist von Mysterion. Also komm, das müssen wir hinkriegen. Wenn ich das noch verkacke, dann weiß ich nicht, ja? Dann weiß ich nicht. Aber ich muss jetzt halt gucken, wo ich mich hinstelle. Ja doch, ich hoffe mal, dass die gleich auf Dingens geht hier und nicht... Warte, der hat auch die AOE-Attacke, oder nicht? Scheiße. Fuck. Warte, kannst du dich hier hinstellen? Ja, dann mach einfach das hier. Komm, dann mach einfach den Schaden hier. Dafür kassierst du zwar gleich Ultra-Damage von ihr, aber du hast auch Ultra-Damage ausgeteilt. Das ist wichtiger, glaube ich. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Man weiß halt nie, wo man sich hier hinstellen soll. Warte, was ist, wenn ich hier einen Lebkuchen platziere? Lohnt sich das? Dann geht die Attacke trotzdem bis zu Professor Chaos durch, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir versuchen es einfach mal. Ich hoffe, ich habe damit das Game jetzt nicht ruiniert. Aber weil dann kann die sich hier erstmal nicht wegbewegen von da hinten. Und ich hoffe, dass dann dass das nur den Lebkuchen und mich trifft. Und nicht. Doch, es trifft auch Professor Chaos. Scheiße. Dann war der Lebkuchen komplett useless jetzt tatsächlich. Shit. Shit. Ich hätte dann besser echt auf den Weihnachtsmann. Ach, den Weihnachtsmann helfen können. Schaden machen können mit ihm. Oh, jetzt ist es wieder 2 versus 2, ne? Ey, scheiße. Okay, ich muss eigentlich Items verwenden, glaube ich. Kann ich das nochmal benutzen? Ne, einmal pro Kampf. Ich kann das hier noch machen, theoretisch. Das macht aber jetzt auch nicht so viel. Ich könnte Classy rufen. Fuck, ich weiß nicht, was ich machen soll, Mann. Ich könnte auch wen wiederbeleben. Ich glaube, ich muss wen wiederbeleben, Leute. Ja, pass auf. Wir stellen uns hier hin und beleben dann... So, mit wenig Gesundheit aber. Da. Ach, sei leise, Professor Chaos. So, wir beleben ihn hier wieder. Oh nein, da wo Wunder Asch steht, stirbt er gleich, oder? Und wieder da. Warte mal. Geht das durch, der Schaden? Bis zu Wunder Asch? Weil ansonsten kann ich jetzt halt mich hier erstmal platzieren und Wunder Asch erstmal healen. Zack. Wir müssen ihn irgendwie wieder voll kriegen. Am besten oder sowas. Ich weiß noch nicht genau, was meine Mission jetzt ist, aber passt schon. Keine Ahnung. Hauptsache, der geht jetzt erstmal auf den Lebkuchen hier. Das ist das Wichtigste. Aber der Weihnachtsmann ist jetzt gleich down, glaube ich, tatsächlich. Vielleicht hätte ich ihn irgendwie healen sollen. Ich weiß es nicht. Habe ich auch gleich wieder Ulti. Wenn ich die Ulti habe von Wunderarsch, dann... Ja, scheiße, er ist down, der Weihnachtsmann. Shit. Okay, jetzt darf ich nichts Falsches machen. Ich habe aber auch gleich wieder einen Zeitfurz. Guck mal, ich kann wenigstens jetzt schon mal Verteidigungsverringerung. Was habe ich noch? Unterkühlen kann ich auch wählen. Lohnt sich aber gerade noch nicht. Und verwirren. Ich verwirre jetzt einfach erstmal ihn hier. Und ich hoffe, dass er dann gleich auf den geht, weil die beiden so nah beieinander stehen. Ich verteidige mein Revier. So. Ulti ist bereit. Wunderarsch wird jetzt sich aber erstmal ganz kurz... Pass auf, wir verziehen uns jetzt einfach erstmal kurz hier hin. Beenden den Zug. Zack, dann kann Toolshed jetzt nochmal hier hingehen und mich heilen ein bisschen. Und die beiden hitten sich dann hoffentlich gleich. Dann gehen wir zu denen rüber, machen die Ulti. Die müssen jetzt eh erstmal zu mir kommen irgendwie. Die können mich ja... Ja, da kann mich jetzt keiner angreifen. So. Und, oh, stimmt, Mysterion, fällt mir gerade ein, könnte sich auch wiederbeleben mit der Ulti einfach, ne? Vielleicht ist das klüger, Leute. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, kassiere ich auch Damage von da hinten. Scheiße. Oder gehe ich jetzt hier hin und mache meine Ulti? Nein. Nein, mache ich nicht. Du beendest nochmal deinen Zug, glaube ich. Oh Gott, ich weiß echt nicht, ob das klug ist, was ich gerade mache, mit Freunde. Runde dringen wir ein bisschen tiefer. Toolshed kann jetzt nochmal ihn ein bisschen hochheilen. Wobei, mit der Ulti von Mysterion sind wir gleich eh fast voll geheilt, glaube ich. Aber egal. So, er geht jetzt dahin. Er geht dahin. Mysterion stellt sich jetzt hier hin und kommt mit seiner Ulti wieder. Doch nicht. Stellt sich hier hin und kommt mit der Ulti wieder. Okay, damit sind beide voll geheilt. Perfekt. Okay, dann sind wir wieder zu dritt gegen zwei. Das könnte tatsächlich also was werden, so. Das muss was werden. Ich spiele das gerade so taktisch. Okay, nicht ultra klug, aber schon klüger als sonst. Wenn wir das dann immer noch verkacken, dann weiß ich nicht. Wir brauchen gerade schon 15 Minuten für diesen Kampf, ne? Krass.
Krass. Los, Wunderarsch! So, jetzt kannst du auch mal wieder ein bisschen mehr in die Offensive gehen, Wunderarsch. Ja, scheiße, oder auch nicht, weil du nur... Ja, scheiße, als ob mir ein Feld fehlt, um ganz an ihn ranzulaufen. Hm. Warte, oh, das ist auch klug. Ich kann mich hier hinstellen und Schaden an ihn machen. Und er kann, glaube ich, mich nicht angreifen von da aus, oder? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken, ich hoffe nicht. Oder er kann, vielleicht kann er bis da unten hinlaufen. Kann Toolchat irgendwie an... Ja, oh, er kann auch an ihn, auf ihn drauf gehen. Doch, das gewinnen wir, komm. Das gewinnen wir zu 100%, oder nicht? Ja, er kann nicht angreifen von da aus. Nice, damit habe ich mir schon gedacht oder habe ich gehofft. So, kannst du angreifen von hier aus? Nee, kannst du nicht. Dann stell dich einfach erstmal hier hin. Und beende deinen Zug vielleicht? Ja. Dann ist er so ein kleiner Bait quasi auch schon. So, du stellst dich jetzt hier hin. Damit gehst du halt auf beide. Aber kannst auch gleich wieder angegriffen werden, ist die Sache. Wenn du hier stehen bleibst, kannst du eventuell nicht angegriffen werden. Egal, komm. Komm, wir haben so viel Leben und noch einen Zeitfurz, dann stellen wir uns lieber da und machen Damage auf beide und bringen die zum Bluten. Und los geht's! Toolchat kann, glaube ich, hier mit auch beide treffen. Nee, kann er nicht. Scheiße. Ups. Ich dachte, ich kann beide treffen. Wir hätten weniger Leben von denen. Okay, wir gehen auf das kleine Reh da oben. Oh Mann, wie lange dieser Fight dauert einfach. So, er geht auf Mysterio. Oh, Mysterio stirbt davon fast. Egal, passt schon. Zack. Lohnt sich auf jeden Fall trotzdem. Da machen wir jetzt den Zeitfurz. So, zack. Und mit dem Zeitfurz gehen wir aber nicht auf ihn hier, sondern auf den da oben, weil der am wenigsten Leben hat. Und vielleicht kriegen wir ihn sogar down. Ne, ich glaube, der überlebt das ganz knapp, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben so gut wie gewonnen. Hoffe ich einfach mal. Oh doch, ist sogar down. Okay, perfekt. Perfekt. Aber dann kann Mysterion gar nichts machen, weil er nicht auf ihn hier gehen kann von hier irgendwo. Scheiße, das ist blöd. Der muss dann Zug leider beenden. Ein Item benutzen will ich jetzt auch nicht. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Wunderarsch kann jetzt hier ihm fast den Rest geben. Zack. Geiler Schlag. Toolchat kommt auch da drauf. Und zwar stellt sich jetzt hier hin. So. Nice, das gewinnen wir. Oh, ich bin so happy, dass ich das geschafft habe gleich. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass das... Oh, vor allem, dass das so lange dauert. Ein Kampf. Ist das der längste Kampf bis jetzt, Freunde? Ich glaube schon, ne? Ich muss mich auch bei diesem Kampf... Das ist der Kampf, bei dem ich mich am meisten anstrengen musste bis jetzt. Ich musste am meisten nachdenken, glaube ich tatsächlich. Mysterion ist down, weil es kommt ja noch diese Animation. So, egal, passt schon. Und da haben wir gewonnen. Ah, nee, ich kann die Attacke nicht zweimal hintereinander machen. Dann mache ich die Attacke. Und damit haben wir gewonnen. Ein super Sieg. Holy shit. Hat nur 17 Minuten gedauert. Geil. Nice. Oh, neues Artefakt. Lieder zum Fest. Und $11,29. Perfekt. Ey, das könnte schon fast der ganze Part sein, ne? Nur dieser Kampf. Aber egal, wir haben es geschafft. Danke für die Hilfe, Center. Danke, Center. Kinder, aber was läuft hier eigentlich für eine verfickte Scheiße? Tut uns leid, wir versuchen in der Zeit zurückzureisen, aber Wunderarsch hat ein eingerissenes Arschloch, also muss er in die Abtreibungsklinik. Verstehe. Was? Okay, dann lass mal deinen Arsch zusammenflicken. Mit den besoffenen Flachwichsern wird Center schon fertig. Zur Abtreibungsklinik. Wieso muss ich bei der Abtreibungsklinik meinen Hintern... zusammensetzen lassen. Kann ich nicht zu einem normalen Arzt? Und wieso verhaut er ihn? Es tut mir leid. Ich bin komplett verwirrt, Leute. Was ist hier los? Achso, wegen der Katzenpisse. Das ist doch nicht normal. Er springt auf dem Auto rum. Hier ist Klaus. Oh, ein Schneemann. Oh, hi. Was? Alles klar. Gut, dass hier niemand ansteht. Wir drängen uns einfach mal vor, würde ich sagen, ne? Passt schon. Ich bin Superheld. Ich darf das. Weg da, Kinder. Wir haben viele Abtreibungen heute. Es ist Weihnachten. Wir brauchen dringend einen Arzt für seinen Arsch. Lass mich raten, weil sein Arsch ein Loch hat. Nein. Bitte, Sie müssen uns zuhören. Das hier sollte alles gar nicht passieren. Wir müssen ihn aufhalten. Und wir wissen wie. Mitch Connor? Der Wichser ist daran schuld, dass diese Stadt heute so ein Drecksloch ist. Ja, wir können ihn aufhalten. Wieder ändern. Bitte, untersuchen Sie nur seinen Arsch. Ja, klappt natürlich ist auch. Tatsächlich gerissen. Können Sie es flicken? Ich habe ihn geschient und den Schließmuskel mit einer kleinen Schlinge entlastet. Versuch's, Neuer. Bring uns zurück. Ich hab Angst, ich will nicht. Das Beste ist einfach immer noch... Du kriegst das hin! Stellt euch vor, da kommen einfach so Kinder in eure Scheiße. Klinik und die sagen so, yo, wir wissen, wie wir den Bürgermeister aufhalten können. Bitte untersuchen Sie nur sein Arschloch und dann klappt das auch noch, oder was? Ist klar. Aber es ist halt South Park, da geht alles. Funktioniert es jetzt? Ich hoffe, mein Arschloch reißt nicht wieder auf. Und? Black Screen, Leute, wir haben die Welt zerstört. Nein, ich bin wieder am Anfang. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe es vorausgesagt. Holy shit, ich habe es vorausgesagt, dass wir so weit zurückfutzen, dass wir am Anfang sind. Niemals. Schätzchen, deine Freunde sind hier und sie wollen mit dir spielen. Niemals. Hi.
Ich bin wir du. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Aber meine Eltern leben wenigstens wieder. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Ich bin wieder am Anfang. Nein. Aber ich kann wieder looten. Geil. Geil, Alter. Ei des ewigen Lebens Rezept. Offenbar bist du in einer alternativen Zeitlinie. Kunstagram unterstützt noch keine Aktivitätsfeeds auf... Keine Ahnung was. Konnte ich nicht mal lesen. Hier auf jeden Fall. Ganz kurz in mein Zimmer gehen. Hier ist nämlich bestimmt wieder neuer Loot drin. Ja, perfekt. So. Noch mehr Loot, Leute. Geil. Free Loot. Aber... Wie komme ich hier wieder weg? Und was muss ich einfach Cartman umbringen oder was? Das ist sehr easy. Das wäre kein Problem. Mache ich gerne. So, ich will jetzt nicht alles looten. Wir gehen mal direkt raus hier. Okay. Versuchen, Castel Cooper einzunehmen. Du musst kämpfen. Wie sieht der mich eigentlich? Wer ist das? Doch, die sehen mich. Hey, wir spielen hier nicht Superhelden, Hirni. Jetzt komm schon. Doch, spielen wir. Gib ihnen saures König. Aus dem Weg, Leute. Wir müssen Cartman aufhalten, bevor er alles lostritt. Das ist sehr komisch gerade. Wir spielen schon seit Tagen nicht mehr Superhelden. Ja, haut ab, ihr Blödiade. Kein Scheiß, ich bin's, Craig. Fick dich, ich bin Craig. Dafür ist keine Zeit. Aus dem Weg, wir müssen zu Cartman. Du kommst an uns vorbei und unserem König. Was? Ja, gegen euren König, der ist viel schlechter als wir. Unser König kommt hier nicht vorbei. Doch, wir haben viel krassere Artefakte. Wir kommen aus der Zukunft und wir haben einen Zeitfurz. Bam. Was sagt ihr dazu, Freunde? Seht ihr das? Das kann euer König noch nicht. So, wir gehen mal auf ihn drauf direkt. Aber wie geil ist... Oh, der hat aber 3000 HP. Wieso das denn? Ich hatte nie 3000 HP. Was soll das? Naja. Furz hatte es so richtig in sich. Zeig ihm, so, was du drauf hast. Wir gehen mal direkt hier hin. Rückstoß-Kombo. Oh, der ist aber echt stark. Wieso? Wir müssen den König schützen. Wieso hat der so viel mehr Leben als ich? Zurück, König. Oh, der ist abgehauen direkt. Stärkster Krieger wird mit diesen Spinnern fertig. Du, oder was? Besiege den Krieger Clyde. Ja, das ist ja kein Ding. Wir holen einfach die Raisins Girls. Mehr nicht. Für den König. Ich bin gerade sehr... Ich bin gerade sehr verwirrt. Ich bin sehr verwirrt, Leute. Der Schütz... Oh, what? Allen in 300er Schutzschild. Willst du mich verarschen? Damit treffe ich beide. Wir machen aber mal das hier wegen der Blutung. Hä? Wie OP ist das denn bitte alles gerade? Wieso sind die so stark hier in der Vergangenheit oder in der alternativen Zeitlinie? Das kann doch nicht sein. Zack. Das formt noch einen Kampf. Wir kämpfen diesen ganzen Part nur, Leute. Es gibt nichts anderes diesen Part. So, mit Moskite habe ich auch schon lange nicht mehr gekämpft. Er kann hier alle... Warte, die beiden... lohnt sich das? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, Leute. Wir machen es einfach mal. Aber... Der Part heute wird echt nur kämpfen, glaube ich. Wir machen nichts anderes, wir kämpfen einfach nur. Aber wieso nicht, ne? Kann man mal machen, oder? Kann man mal machen. Kannst du ein Geschütz hier unten hinstellen? Aber nee, das wäre dumm, glaube ich. Wobei, nee, das ist Toolshed. Dann lohnt sich das doch. Stell hier einen. Kannst du das nicht? Oh, hä? Tauschen wir. Was? Ich wollte nicht tauschen, ich wollte ein Geschütz platzieren. Ups. Ups, das war nicht der Plan, um ehrlich zu sein. Ja gut, egal, passt schon. Also eigentlich ist es scheiße, aber passt schon. Hä? Mann, ich wollte nur... Ach, scheiße. Du bist fällig. Ich wollte nur ein Geschütz aufstellen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ryan 22, kennt ihr den Unterschied zwischen 1, 2 und 3 nicht? Vor allem jetzt bin ich hier umzingelt von den beiden nur deswegen. Ich sterbe doch so gleich. Das kann doch nicht sein. Kann ich hier mich hin? Ne, kann ich nicht. Okay, bring ich mal hier in Sicherheit erstmal, Wunderarsch. Nicht, dass du gleich down bist. Und mach nochmal deine Attacke hier für Clyde. Aber trotzdem, jetzt stehe ich hier... Ich glaube, ich muss auch nur ihn besiegen, oder? Oder... Muss ich die auch alle down kriegen? Ich glaube, ich muss nur Clyde besiegen und dann habe ich automatisch gewonnen. Aber die machen alle so viel Damage, Mann. Und die gehen alle... Oh, wieso sind das so viele, die so viel Leben und Damage machen und ein krasses Schild haben? Aber wir haben gleich Ulti, das passt schon. Okay, der eine ist schon down, warum auch immer. Nice, der war zu angewidert. Guck mal, die ziehen einfach Hälfte Leben. Fuck. Aber egal. Ulti ist am Start. Ich muss die auf jeden Fall... Was hat er nochmal für eine Ulti? Die geht auf jeden. Boah, das lohnt sich, glaube ich, sogar. Krass, hätte ich nicht gedacht. Eigentlich wollte ich mit irgendeiner Ulti nur auf Clyde gehen. Aber die Ulti lohnt sich sogar. Die ist mega stark. Die trifft jeden, macht mega viel Damage und die sind danach angewidert.
Damit ist Clyde auch fast down tatsächlich. Recht bewahren, unschuldige so, dann kann sogar Tupperdose einfach in den Nahkampf gehen und kein Geschütz platzieren, hoffe ich mal. Denke ich mal, sollte aber... Ja doch, das passt schon. Zack. Und Wundearsch kann ihn jetzt downhauen quasi. Oder... Bin ich hier... Ah, toll. Ja, toll. Er kann nichts machen. Er ist jetzt hier eingesperrt. Da muss er auf ihn leider gehen. Passt aber auch. So. Und ist Wundearsch dran? Oder wer? Nee. Clyde ist erst dran. Und der... Okay, Tupperdose hat noch relativ viel Leben. Das passt. Oh, er ist von alleine down. Perfekt. Das ist eine Aufgabe für den listigen Schurken des Königs. Allein wirst du nicht lange gegen uns alle durchhalten, Vergangenheit. Du bist töricht, wenn du das glaubst, Craig. Bunchen no jutsu. Was? Wieso kann... willst du mich verarschen? Wieso kann er denn sowas? Das ist so lame. Ach, dann muss ich wohl gegen das Arschloch an. Okay, go Craig. Besiege den alten Craig. What the fuck? Aber es ist irgendwie eine coole Idee, auf jeden Fall. Okay, ich bin dann das dritte Rad. Stimmt, du bist echt das dritte Rad. Das sind alles nur Fake-Cracks. Die haben halt nicht so viel HP. Deswegen machen wir einfach mal so hier direkt. Damit sind beide fast down. Zack. Oh, die sind sogar komplett down. Ja, easy. Easy, Leute. Easy. Oh, jetzt ist aber erstmal der... Mache ich einen Zeitfurz? Nein. Ist nur Super-Crack. Der kann ruhig ein bisschen Schaden kassieren. So. Guck mal, damit kann er ihn auch komplett downhauen. Und macht noch einen Rückstoß-Kombo dabei. Perfekt. Dann müssen wir uns jetzt noch um... Was ist jetzt passiert? Achso, der ist einfach verschwunden. Dann kannst du irgendwie... Ja, nee, du gehst damit auf beide. Das ist perfekt und schockst sie auch noch. Schöner Donnerstag auf jeden Fall. Das ist halt echt nur ein Kampfrad. Holy shit. Kannst du... Mach ich dem... Ja, ich hau erstmal ihn hier down. Dann kann er keinen Damage mehr machen. Das ist, glaube ich, am klügsten. Zack. Jetzt ist nur noch er da. Der ist auf jeden Fall nicht so stark wie Clyde gerade mit seinen anderen Leuten. Als ob er neue beschwört. Okay, ich hätte das nicht machen sollen. Warte, ich kann es rückgängig machen, oder? Dann beschwört er keine neuen. Das wäre viel besser. Dann hat er nicht noch ein Schutzschild da. Ja, hat funktioniert. Geil, nice. Dann kann ich jetzt einfach so auf ihn draufgehen. So. Schade, ich dachte, er kann nicht nochmal neue beschwören und muss uns jetzt einfach so angreifen. Aber egal, kann er jetzt quasi ja tatsächlich nicht wegen dem Zeitschutz. Und jetzt ist er auch schon down. Zack, zack und tschüss. So, wer will als nächstes ran hier? Kyle oder was? Oh, scheiße. Human Kite, nur ein Alt. Tapfer gekämpft, Kamerad. Ich will ja. Dich Kyle kommt jetzt, okay, die kommen alle und dann kommt der König zum Schluss. Glaube ich. Also stimmt jetzt mal. Als nächstes kommt Butters und danach der König und dann haben wir es geschafft, Freunde. Dann haben wir alle aus der Welt getötet und können die können deren Rollen übernehmen. Wow, Vergangenheits-Kyle hat so ein cooles Kostüm. Was ist passiert? Hey. Hat der ehrlich ein cooles... Warte, das will ich mir nochmal angucken. Was hat Vergangenheits-Kyle für ein Kostüm? Ja, das ist ehrlich cool eigentlich. Das stimmt. Okay, jetzt habe ich aber keinen Zeitfurz mehr. Was hat er für eine Attacke? Mann, ich glaube, es wäre cooler, wenn ich Stick of the Truth auch gespielt hätte, weil er, dann würde ich die Attacken, glaube ich, auch kennen. Das wäre mega witzig. Shit, ich muss den ersten Part vielleicht nochmal irgendwann spielen. Ich habe den ja jetzt sowieso, weil man den auch dabei bekommen hat, als man sich hier den neuen geholt hat. Von daher kann man irgendwann mal den alten Part nochmal spielen. Ich weiß nicht, ob ich den privat spielen werde oder auch aufnehmen werde. Mal gucken, Leute. Keine Ahnung. Aber, ja... Wobei, ich hätte erst den ersten Part spielen sollen, eigentlich schon. Aber dann hätte es so lange gedauert, bis ich den neuen Part spielen kann. Passt schon, passt schon. Wenn man den alten Part jetzt nochmal nachträglich spielt, ist bestimmt auch witzig. So, damit sind alle unterkühlt und können nichts machen. Vielleicht hätte ich mir die Ulti aufsparen sollen, aber ich glaube, das wäre Verschwendung gewesen, weil ich habe eh bis ich beim König bin, habe ich schon wieder Ulti. Weil man die ja so schnell kriegt jetzt inzwischen. Ich glaube, das ist einfach klug, die irgendwie down zu kriegen und dabei möglichst wenig Schaden zu kassieren einfach. Zack. Ich glaube, ich muss auch gar nicht auf die gehen. Was mache ich denn? Junge, was mache ich? Ich muss, glaube ich, die ganze Zeit, wie gerade auch, nur auf den Hauptcharakter gehen und die anderen verschwinden dann automatisch, oder? Wobei, ja doch, die verschwinden automatisch. Wieso gehe ich immer auf andere noch? Du kannst eh von überall angreifen. So. Okay, siehst dir an, Kyle. Vergangenheits-Kyle hat zum Glück auch ein Handy. Ansonsten wäre Colgall useless. Er ist noch unterkühlt und geschockt. Zack. Jetzt ist der andere dran, er ist auch unterkühlt und geschockt. Oh, welch ein Wunder. Aber wenn er down ist, kommt ein neuer, oder? Das würde mich jetzt interessieren. Oh, er ist auch down, lol. Oh Mann, das packe ich schon. Aber er hat hier auch einen Hammer, so wie der Professor Chaos. Geil. Oh, hey. Was, er hat die wiederbelebt? Wir sind zurück. Yo. Knie nieder vor dem König. Damit habe ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Ich dachte, jetzt muss ich so gegen Butters kämpfen und danach gegen den König nur. Aber die leben alle wieder. Wie seid ihr und ich hab so... Gelandet? Und ich hab... Okay, ich bin aber wieder voll geheilt. Aber ich hab keine Ult... Oh, jetzt wäre ein Zeitfurz super. Mann, ich dachte, der wäre... der macht zu viel Damage. Hä, oder auch nicht?
Doch jetzt, ich wollte schon sagen. Mann, der Zeitfuß wäre jetzt halt ultra gut gewesen, so. Aber ich dachte, ich hab den wieder, bis der König da ist. So eine Scheiße, Alter. Wir gehen aber ja direkt auf den König, natürlich. Ich glaube, das ist das wichtigste Target. Ich glaube, wir müssen vielleicht, wenn wir Glück haben, müssen wir nur den König besiegen und nicht die anderen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so funktioniert. Das ist das Problem. Oh Gott. Guck mal, wie viele Gegner jetzt auf dem Feld sind. Craig ist voll der Ninja. Geil. Also auch nicht geil, aber auch geil. Guck mal, wie viele Gegner da sind, Mann. Shit. Es lohnt sich halt auch nicht, auf die anderen Supercracks hier zu gehen, weil dann beschwört er nur wieder neue, so, wisst ihr? Das lohnt sich halt so gar nicht. Außer mit so einer AOE-Attacke, da kann man das natürlich machen. So, wie mache ich das jetzt in einem Klügsten? Es ist gut, dass der König vorne kämpft, aber so macht das auch ein vernünftiger König. Aber dadurch können wir den relativ easy die ganze Zeit hitten, eigentlich. Und zwar kann Professor Chaos... Oh, shit! Aber die können uns auch anscheinend mit... Oh Gott, weil wir zusammenstehen, können wir uns auch alle so gut treffen. Ich brauche Mysterion jetzt eigentlich, damit der mich dingensen kann. Waffe, den Hammer des Chaos. Wie heißt das? Wobei, oder wir gehen mit ihm jetzt darauf. Wir brauchen Mysterion, damit er uns alle heilen kann mit seiner Ulti nachher, aber egal. Das macht 200... Ja, es lohnt sich. Die Ulti von ihm lohnt sich, glaube ich, nicht. Ich muss vielleicht die Wunderarsch-Ulti, glaube ich, am besten machen. Aber was ich mich jetzt frage, wenn jemand von uns down ist, kommt dann auch Colgall und sowas? Von hinten kommen die dann auch zur Hilfe? Ja, oder? Alter, das ist ein richtig krasser Kampf mit seinem Schild jetzt auch noch hier. Ja, scheiße, ich komme von hier an niemanden ran. Ich kann höchstens mich hier hinstellen und die alle heilen. Ich glaube, das ist am klügsten. Zack. Boah, das gefällt mir aber gerade richtig gut. Es ist zwar nur ein Kampf und es ist fast schon ein bisschen nervig, weil der ganze Part nur aus dem Kampf besteht. Oder aus zwei Kämpfen. Oh, Mikroaggression. Aus zwei Kämpfen besteht. Aber es ist trotzdem mega cool irgendwie, weil das so ein epischer Kampf ist. So voll viele Fähigkeiten und alles. Und nicht so ein normaler, langweiliger Kampf. Oh shit, aber ich habe halt voll Angst, dass ich komplett verliere gerade. Okay, jetzt ist Toolshed down. Kommt jetzt jemand anderes von hinten rein? Nicht? Hallo, ich habe sogar Mysterion. Ich sag die ganze Zeit, ich brauche den, dabei ist der doch hier. Mache ich die Ulti, Leute? Fuck, ich weiß es nicht. Mit der anderen Ulti könnte ich die ganzen Leute unterkühlen, ne? Und die Frage ist, wo mache ich die Ulti? Will ich die Fake? Ne, wir machen, glaube ich, hier dann am besten, oder? Mache ich das? Komm, YOLO. Bitte lass es nicht dumm gewesen sein. Bitte lass es funktionieren. Oh Gott. Der hat halt immer noch mehr als Hälfte Leben, der Wunderarsch, ne? Also, der nicht Wunderarsch, sondern der König. Ich bin ja jetzt erst Wunderarsch. Ist das nicht dein ganzes Kostüm, Super Craig? Scheiße, ich bin halt auch fast down jetzt. Alles klar, Furzlein? Ich muss locker Items verwenden. Kann Colgall oder sowas jetzt nicht hier mit dazukommen? Was soll denn der Scheiß? Ich stelle mich mal hier hinten hin, bringe mich ein bisschen in Sicherheit. Und dann könnte ich aber mal das hier vielleicht verwenden. Oh lol, wir sind nur noch zu zweit? Scheiße, stimmt, wegen Mysterion. Nee, dann lohnt sich das nicht. Shit, dann stelle ich hier hin und mach von hier deine... Ah, das geht auch nicht. Fuck. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Egal, dann mach einfach deine Dingensattacke hier. Und zwar, dass Classy kommt und alle überfährt. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Mann, ich glaube, wir verlieren den Kampf. Als ob bei mir niemand Neues dazukommt. Wir haben Colgall noch da hinten. Wir haben Dingens, wie heißt der? Jimmy hier, ne? Irgendwas mit Speed. Wie heißt der nochmal? Auf jeden Fall kommt keiner rein. Wieso nicht? Ja, Bitch, du bist tot. Ne, du hast leider keinen umgebracht von dem, Classy. Leider. Mann, ich dachte, ich habe da noch mehr Unterstützung, wenn die da reinkommen. Wir sind halt nur noch zu zweit jetzt und beide fast down. Aber wir haben einen Zeitfurz, aber den nehme ich nicht für Professor Chaos am besten, oder? Ne, weil jetzt wird jemand auf mich gehen, wahrscheinlich. Ja, und jetzt mache ich einen Zeitfurz. Aber ich bin halt trotzdem down, glaube ich. Wieso sind die Kämpfe auf einmal so schwer? So, wir gehen hier direkt zum König natürlich durch. Zack, hinten den ein bisschen. Guck mal, wir haben den König halt relativ stark down bekommen, aber nicht genug. Echt nicht genug so. Ja, ich bin down jetzt. Ja, shit, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Wieso sind die Kämpfe denn so schwierig jetzt? Du bist tot. Ja, ich weiß, ich habe es mitbekommen. Das kann doch nicht sein, Mann. Das kann nicht sein. Leute, ich würde sagen, das ist jetzt wieder ein sehr unbefriedigendes Ende für den Part hier. Aber den Kampf machen wir im nächsten Part weiter, weil er wird vielleicht noch ein bisschen dauern, Freunde. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Und wir sehen uns morgen um 20 Uhr bei einem weiteren Part wieder. Ciao.